Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video zeige ich mal, wie man ein Mainboard sauber macht, und zwar hier mit Isopropanol, ganz ohne Wasser. Das haben viele in die Kommentare geschrieben, dass sie das bei sich so machen, und das probiere ich gern mal aus. Und da zeige ich mal, ob das geklappt hat, wie gut das funktioniert hat, ob das Mainboard danach auch noch funktioniert. Das Mainboard selber, das funktioniert sehr gut. Das läuft hier drüben. Da läuft der MEM-Test. Da ist ein AMD Athlon drauf und das Mainboard hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das Mainboard habe ich jetzt so 2 Stunden getestet und da ist kein Fehler feststellbar. Und wenn man genau schaut, sieht man auch sehr starke Verschmutzungen im Laufe der Jahre. Da ist wirklich einiges draufgekommen an Staub, an Dreck, an Verfärbungen. Und am Anfang hat es nicht funktioniert, das Mainboard. Da blieb der Bildschirm schwarz und das war super einfach zu reparieren. In einem vorhergehenden Video hatte ich so ein ähnliches Problem. Zeige ich mal am Ende von diesem Video. Ich baue mal die Grafikkarte aus und dann sieht man das Ganze hier ein bisschen besser. Die Grafikkarte, die ist ganz neu, die ist sozusagen unbenutzt, auch wenn schon ein bisschen älter. Und danke an die Zuschauer, die die Sachen gespendet haben. Und hier das Abbott NF7, das hat bestimmt schon mal 10 Jahre auf dem Buckel. Und wenn man sich das anschaut, das ist auch alles sehr matt, da sitzt überall Staub und Schmutz dran. Und alle weißen Teile, die sind teilweise hier verfärbt. Hier unten sieht man das und da auch hinten sitzt da jede Menge Staub. Und auch an Bereichen, wo man eben ganz schwer hinkommt, da kommt man natürlich super mit Isopropanol dann dran. So sieht man das noch mal ein bisschen besser. Das Board ist komplett matt. Kann natürlich sein, dass es von Werk aus schon so matt war. Aber eigentlich haben die meistens ein bisschen mehr geglänzt. Und wenn man hier unten guckt an den RAM-Modulen, komischerweise warum auch immer an den RAM-Modulen, aber da lagert sich meistens wirklich sehr viel Staub und Schmutz ab. Hier so in den Kanten zwischen den Modulen. Und da kommt man natürlich schwer hin mit einem Pinsel und einem Staubsauger. Da kriegt man einiges weg. Aber mal gucken, ob der Glanz hier wieder nach einer Grundreinigung da ist, ob das wieder so ein bisschen aussieht wie neu. Ein bisschen glänzen tut's noch. Ich hoffe mal, dass das wesentlich mehr ist, wenn das hier sauber ist. Und gerade hier sieht man zum Beispiel, da lagert sich immer sehr viel Dreck und Schmutz ab. Vielleicht wurde da auch bei geraucht. Das hat man ja früher wirklich öfters gemacht. Und da hatten wir viel mehr Rechner als heute gesehen, die innen wirklich komplett schmutzig waren, wo auch viel Braun auf dem Mainboard war, also wo der Tabak sich da abgesetzt hat. Mal hier den Kühler abmachen. Und den Kühler, den macht man besser gesondert sauber. Also den lässt man natürlich nicht drauf. Und da ist auch ziemlich viel Dreck innen drin. Sieht man jetzt nicht so, aber wenn man hier reinschaut, dann sieht man das. Und hier ist dann die CPU. Die mache ich natürlich auch ab. Und da hat jemand erkennbar zu viel Wärmeleitpaste früher aufgetragen. Alle Wärmeleitpaste, die nicht auf dem Die drauf sitzt von der CPU oder auf dem Heatspreader, ganz egal, was das für eine CPU ist, die ist quasi nutzlos. Also das hier bringt gar nichts. Viele Zuschauer haben in die Kommentare geschrieben, sie machen das immer mit Isopropanol und werde ich auch mal in diesem Zusammenhang probieren. Den Kühler von der Northbridge, den mache ich natürlich vorher ab. Den reinige ich mal gesondert. Und auch hier wieder auf der Northbridge ist ein Kühler drauf und ein aktiver in diesem Fall. Und da gehört auch meines Erachtens bei neueren Boards ein aktiver Kühler drauf. Und da muss man wirklich darauf achten, dass da ausreichend Kühlung da ist, vor allem bei AMD. Dieser Ventilator ist hier einfach nur mit solchen Plastikpfosten befestigt und mal gucken, ob die hier so ohne weiteres rausgehen. Das ist immer so ein bisschen Fummelkram und das Problem ist, manchmal gehen die Pfosten kaputt und dann war es das gewesen mit der Befestigung. Aber das sieht ganz gut aus und so sieht der von unten aus. Da ist wirklich einiges an Schmutz drin und das ist hier schon so ein richtiger Flaum und das macht man natürlich vorher sicherheitshalber mal mit einem Staubsauger sauber und einem Pinsel. Da sieht man hier in der Nahaufnahme schön, was sich da so alles ansammelt an Schmutz hier an den Kondensatoren. Bei vielen Kondensatoren, da gibt es auch einen schönen Flaum außenrum, die den Kondensator dann warm halten. Auch nicht so besonders gut, also reinigen ist wirklich schon sinnvoll, auch was die Kühlung betrifft bei vielen Rechnern. Und hier drüben auch an dem AGP-Port jede Menge Schmutz und Staub. Und hier um die Northbridge rum, da ist die Platine auch ganz stark verfärbt. Ich hoffe mal nur durch Schmutz. Mal gucken, ob das gleich wieder richtig schön sauber wird. Vor dem Reinigen kommt die Batterie natürlich raus. Die habe ich vorhin neu reingemacht
Und die kommt auch nachher wieder rein. Die Jumper, die mache ich auch alle ab. Hier sind noch einige drauf. Hier einmal von der CMOS-Batterie. Dann hier hinten sind noch zwei dran. Und das sind diese hier. Die muss ich auch gleich so wieder aufstecken. Hier ist noch einer. Und irgendwo hier oben hatte ich noch einen gesehen. Da ist er. Und der kommt dann auch ab. Ja. Und jetzt kann man das soweit reinigen. Ist natürlich immer die Frage, was ist mit gesockelten Bausteinen. Hier zum Beispiel den BIOS-Baustein. Den lasse ich aber erstmal so drin. Die Wärmeleitpaste, die hier auf der Northbridge drauf ist, die mache ich aber vorher mal ab. Da nehme ich hier Silikonentferner. Der ist nicht ganz so aggressiv. Und da sieht man, das löst sich wirklich ganz gut auf. Weil wenn man jetzt das Ganze hier in so ein Isopropanolbad reintut, dann würde natürlich jetzt hier die Wärmeleitpaste auch hier sich irgendwo hier wieder rüber verteilen und man müsste die da eben mit abwaschen und das ist ja hier jetzt wirklich sehr einfach abzumachen. Northbridge sieht jetzt wieder ganz gut aus und hier hinten, da sieht man den Flaum an den Kondensatoren, hier hinten nochmal an den Schnittstellen, das ist hier richtiges Material, also hier hat man dann doch einiges, was man da wegmachen kann. Und das mache ich aber doch mal mit einem Pinsel und mit einem Staubsauger weg. Jetzt ist das Board fertig und das kann man jetzt mit Isopropanol reinigen. Und je länger ich mir das angucke, auch hier zwischen den Slots, desto mehr Schmutz sieht man da. Das ist hier so richtig grau, grau-braun. Und auch interessant, wenn man sich das jetzt mal anguckt, die Oberseite, die Bestückungsseite, da sieht man dieses Rot, das ist richtig matt und das kenne ich eigentlich glänzender. Und ich drehe es mal rum und sehe da, so war das früher mal, als es ausgeliefert wurde. Bin ich mal gespannt, ob das gleich wieder ähnlich glänzt und ähnlich rot ist und nicht so matt ist, wie jetzt hier diese Seite gerade aussieht. Das hier ist eine normale Plastikwanne und die ist wasserdicht. Hoffe ich doch zumindest mal, war es die ganze Zeit gewesen. Und da passt das Board genau rein. Sehr praktisch, da wird nicht so viel ISO verschwendet. Hier drüben habe ich mein Isopropanol 99,9% und hier habe ich so ein paar Bürsten und Pinsel. Und das hier ist eine Bürste, die ist relativ rau. Kann man Platinen eigentlich ganz gut mit sauber machen, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu feste drückt und irgendwelche Kondensatoren hier verbiegt. Und hier so ein Pinsel, das ist ein Lackpinsel, der hat so Kunstborsten und die sind wiederum relativ weich. Aber wenn man natürlich da länger drüber schrubbelt, dann dürfte da auch einiges abgehen. Der ist natürlich unbenutzt, der ist jetzt nicht zum Lackieren verwendet worden. Und hier natürlich der absolute Klassiker, die Zahnbürste für irgendwelche kleinen Stellen, wo man schlecht hinkommt. Und da fülle ich jetzt hier mal ein bisschen rein. Da mache ich hier mal ein bisschen drüber. Und sollte man natürlich nur in einem gut belüfteten Raum machen. Und dieser Raum ist gut belüftet. Fenster ist gekippt, die Türen sind auf. Und so ein bisschen sieht das so aus, als würde es ein bisschen mehr glänzen. Das kann natürlich auch einfach nur das Isopropanol sein, was man da sieht. Und da kann ich jetzt mal mit dem Pinsel ein bisschen drüber schrubben. Nochmal ein bisschen drüber. Ich habe eben die Kamera eingestellt und dann hat sich, glaube ich, die Hälfte schon verflüchtigt. Und der Vorteil von Isopropanol, der ist eben, dass sich es sehr schnell verflüchtigt. Also man muss da das Mainboard nicht irgendwie ein, zwei Tage in der Sonne liegen lassen nach dem Reinigen im Gegensatz zu Wasser. Und der Nachteil von Isopropanol ist, dass es sich wirklich sehr schnell verflüchtigt. Das heißt, das ist hier ratzfatz weg. Man schrubbt hier ein paar Mal drüber und ich habe den Eindruck, hier oben ist es schon wieder trocken. Und da kann man natürlich jetzt auch schlecht irgendwie einen Liter reinkippen. Das ist natürlich auch nicht ganz so sinnvoll. Da unten, da läuft einiges zusammen und das ist schon so ein bisschen bräunlich. Also hier ist schon einiges an Schmutz abgegangen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, wenn man das Ganze hier so schräg stellt, dann kann das richtig gut ablaufen. Ich dachte zuerst, man macht es am besten so, dass es flach drin liegt, aber ich glaube, diese Methode ist deutlich besser. Da läuft das schön nach unten und unten sammelt sich, wie man hier so sieht, der Dreck. Das ist hier ist schon ganz dunkel. Gehe ich nochmal hier über den Sockel drüber und dann sollte hier unten der Schmutz, der sich hier unten gesammelt hat, unter dem Sockel hier unten dann rauslaufen und sich unten in der Wanne sammeln. Diese großen Kondensatoren, die sind bestimmt so 2 bis 3 cm hoch. Die kann man mit diesem Pinsel unheimlich gut sauber machen. Man sieht hier,
Da kann man einmal um den Kondensator rum und unten an die Platine, ohne dass man den Kondensator hier irgendwie wegdrückt oder ähnliches. Und hier nochmal ein bisschen nachlaufen lassen. Das riecht natürlich extrem intensiv hier nach Isopropanol, also relativ unangenehm. Mit den Schnittstellen, da hat man natürlich ein leichtes Problem hier oben, da kommt man jetzt nicht so gut hin. Und da drehe ich das Mainboard gleich nochmal rum oder eben hier meine ganze Kiste. Mit so einem langen Pinsel kommen wir auch gut in die Slots rein. PCI, PC Express, AGP funktioniert wirklich super gut und da kommt man mit einer Zahnbürste halt gar nicht hin. Das kann man eigentlich vergessen. Hier diese Bürste, die brauche ich jetzt auch nicht. Das ist eher für so eine Fläche, also für die Rückseite, wenn die schmutzig wäre. Aber die Rückseite, die mache ich jetzt nicht explizit sauber. Das Ganze jetzt nochmal hochkant und dann kann auch hier der Schmutz aus den Rammsteckplätzen ein bisschen leichter rauslaufen, hoffe ich zumindest mal. Und sieht schon mal ganz gut aus, glänzt schon mal deutlich mehr. Aber die Frage ist, ob das auch noch so glänzt, wenn das erstmal getrocknet ist. Erster Reinigungsdurchgang beendet. Ich nehme das Board mal raus und hier unten sieht man den ganzen Schmutz, der da drin hängt. Ich denke mal, bei diesem Rechner, da wurde wirklich stark geraucht und was man hier sieht, das ist eigentlich wahrscheinlich Nikotin hauptsächlich. Ich habe hier unten das schmutzige Isopropanol weggekippt und mal zweiter Reinigungsdurchgang. Und hier sind die Schnittstellen und die kann man jetzt hier in dieser Kiste ein bisschen schwer reinigen, kommt man schlecht mit dem Pinsel hin, es sei denn, man nimmt das hier so raus. Ich drehe es einfach mal rum und dann geht es jetzt mal hier die andere Richtung und neues Iso drüber. Und das Ganze dann gleich nochmal hier unten. Da ist ja Iso drin. Das ist natürlich sauberer als vorher. Das kann ich mit dem Pinsel einfach auftupfen. Da brauche ich da hier nicht einen ganzen Liter reinzukippen. Der Nachteil ist natürlich beim Reinigen mit irgendeiner Flüssigkeit immer, dass so Aufkleber immer ganz stark gefährdet sind. Hier dieser NF7-Aufkleber. Da zieht das Iso außen langsam rein. Da sieht man, wie der außen dunkler wird. Noch hält er drauf, aber muss man natürlich immer ein Auge drauf haben, wenn man die Aufkleber da erhalten will. Wieder so eine Viertelstunde hier geputzt und da unten sieht man, da wird es wieder ganz schön braun unten drin und das kippe ich auch wieder weg. Ich gehe aber nochmal sicherheitshalber über die Rückseite drüber, nicht dass sich da jetzt der ganze Schmutz irgendwie sammelt und nachher die Rückseite schmutziger ist als die Vorderseite. So rum hatte ich es noch gar nicht und da kommt man eigentlich auch ganz gut hier vorne so ein bisschen jetzt an die Schnittstellen dran. Wenn man so ein Board reinigt, da muss man wirklich drauf aufpassen, dass man, wenn man mit dem Pinsel hier drüber geht, nicht nur so intuitiv über diese großen Flächen drüber geht, die natürlich sehr leicht hier zu reinigen sind, sondern wirklich auch hier so in die Ecken rein, habe ich eben auch festgestellt, dass ich hier diese Ecke zum Beispiel die ganze Zeit gar nicht gemacht hatte, weil da war auch hier diese Clips drüber und dann musste man die wieder zurückschieben, dann kommt man da auch hin und da ist auch wieder Schmutz rausgekommen und auch hier oben zwischen die Kondensatoren gehen, sozusagen wie beim Zähneputzen. Da kommt es auch wieder braun raus hier unten und das kippe ich auch weg und dann kommt die nächste Runde. Wenn ihr ein Mainboard habt, was Probleme hat mit RAM-Modulen oder mit PCI-Karten, PCI-Express-Karten oder ähnliches, dann ist so eine Reinigung mit Isopropanol oder eben auch mit Wasser. Die Infokarte hatte ich hier oben eingeblendet, wo ich das andere Video gezeigt habe, wo ich ein Mainboard unter Wasser gereinigt habe. Findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung. Also so eine Reinigung ist natürlich da ideal, weil da kommt man hier zum Beispiel mit so einem Pinsel auch hier in diese Slots rein, an die Kontakte dran. Und das wird dann eben wirklich richtig sauber. Und das kann man eben im eingebauten Zustand nicht so gut sauber machen, wie jetzt eben hier zum Beispiel. Schnittstellen nochmal von innen. Sicher ist sicher und wo ich gerade schon dabei bin. Und dann auch nochmal mit einem Pinsel sauber machen, kommt man natürlich nicht so gut in die Schnittstellen rein. Der Sockel, den sollte man in zwei Positionen sauber machen, einmal geschlossen und dann einmal offen. Und wenn man hier schaut, da sieht man die Kontakte, je nachdem, wie man den Bügel hier verschiebt. Und da kann natürlich auch im Laufe der Zeit ganz schön viel Schmutz und Staub dazwischen sein. Also am besten mal so reinigen und hier nochmal ganz offen. Und hier immer ein bisschen was drüber gießen, damit das hier auch richtig reinlaufen kann.
fast fertig. Jetzt letzter Durchgang noch einmal drüber und das Ganze mit ein bisschen viel mehr ISO, ein bisschen abspülen. Und ich habe das Ganze jetzt hier so eine Dreiviertelstunde mit dem Pinsel abgepinselt und immer hier die Flüssigkeit gewechselt, bestimmt so 10-mal gewechselt. Das war irgendwie immer braun. Und mal gucken, ich mache jetzt hier mal ein bisschen mehr drauf, damit das hier richtig runterläuft und die letzten Reste sich unten sammeln. So, fertig und jetzt kann das Ganze hier trocknen. Und sieht schon an vielen Teilen sehr trocken aus. Also hier oben ist es schon komplett trocken. Das verdunstet ja sehr leicht. Hier unten sieht man, da tropft es runter. Und das kann hier so auf den Schnittstellen stehen bleiben. Da habe ich nochmal einen Ventilator hingestellt, der so kalte Luft drauf bläst, damit das ein bisschen schneller trocknet. Und dann drehe ich das gleich in 5 Minuten mal um. Da haben ja viele in die Kommentare zu einigen Videos immer geschrieben, dass sie ihre Wärmeleitpaste bei Prozessoren auch mit Isopropanol abmachen. Werde ich mal ausprobieren. Hier, das ist ja wirklich eine starke Wärmeleitpaste-Verschmutzung. Und da gucke ich mal, ob da Isopropanol auch hilft. Da einfach ein bisschen Iso drauf und dann mit der Zahnbürste, also die Zähne putze ich mir damit nicht mehr, ein bisschen drüber gehen. Löst sich ganz gut auf. Das sieht gut aus. Und mal gucken. Ja, das läuft auch ganz gut ab. Das scheint richtig gut zu funktionieren. Zumindest mal bei dieser Wärmeleitpaste. Hier drüben, da ist die flüssige Wärmeleitpaste in ISO und hier der Prozessor. Ich tröppel da noch mal ein bisschen drauf und tupfe das noch mal vorsichtig ab und wird das auch richtig gut. Hat sehr gut funktioniert, ist wirklich wie neu, richtig schön sauber, glänzt auch wieder. Da gehe ich bei der Gelegenheit auch noch mal über die Kontakte drüber und bei dieser CPU, da sind hier die Pins ein bisschen dicker. Bei neuen AMD-CPUs sind die super dünn, verbiegen sich mega leicht, muss man wirklich aufpassen. Aber hier kann man schon mal mit so einer Bürste hier drüber. Der Northbridge-Kühler, der ist ja auch extrem schmutzig und da ist hier richtiger Fusselstaub drin zu sehen und der kommt ja an der Seite hier schon raus. Solche Lüfter, die sollte man wirklich regelmäßig sauber machen. Auch gerade bei Notebooks sieht man oft solche Lüfter, so Notebook-Lüfter, Prozessoren-Lüfter, Grafikkarten-Lüfter, die so aussehen. Nicht schön, gar nicht schön. Und irgendwann kühlen die auch nicht mehr, sondern dann heizen die mehr, als dass sie Wärme da ableiten. Den mache ich aber auch mal komplett mit ISO sauber, aber getrennt. Erstmal die Metallteile und das geht auch ganz gut ab. Und danach den Lüfter. Kommt man ganz schön schwer in die Zwischenräume rein mit der Zahnbürste und benutze ich mal den anderen Pinsel, aber das glänzt auch wieder richtig. Den Ventilator, den mache ich auch mal mit ISO sauber und mal gucken, wie sauber der wird und ob er danach vielleicht sogar wieder ein Ticken leiser ist. Wer genau im Hintergrund geguckt hat, der hat bestimmt hier gesehen, dass aus der Schnittstelle hier, da läuft jede Menge Isopropanol raus. Also hier hat sich wohl einiges gesammelt innen drin. Jetzt kann das Ganze hier nochmal so in der Summe 20 Minuten, schätze ich zumindest mal, vor dem Lüfter hier trocknen. Und was hier in dem Tuch zu sehen ist, das ist der Schmutz, der aus dem Lüfter rauskam. Nur der Lüfter. Hier auf der anderen Seite geht es noch weiter. Da habe ich den Pinsel dran abgestrichen. Also der war schon extrem verschmutzt. Das Ganze hat jetzt ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde getrocknet. Und wenn man den Lüfter hier so ein bisschen anschubst, dann spürt man oder dann hört man, auch wenn man hier davor ist, dass der ein bisschen unrund läuft. Sauber ist er mit Sicherheit. Und hier kann ich jetzt noch ein bisschen Öl reinmachen, mal gucken, und dann sollte der ein bisschen leiser sein. Das Mainboard, das dürfte jetzt trocken sein, hat jetzt hier eine Stunde gestanden vor dem Lüfter mit kalter Luft und ich sehe jetzt keine feuchten Stellen mehr. Auch hier in den Schnittstellen habe ich nichts mehr gesehen. Und das ist quasi jetzt das Resultat. Schaut es euch einfach mal an und ja, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ist es besser als vorher? Ist es genauso wie vorher. Es ist immer noch ein bisschen
blass oder ein bisschen matt. Das scheint so zu sein. Ich drehe das mal rum. Das ist jetzt die Vorderseite, die gereinigte. Und hinten, das scheint ein bisschen oranger zu sein. Kann natürlich auch sein, dass die Farbe im Laufe der Jahre hier ein bisschen eingebüßt hat auf der anderen Seite. Und viel sauberer, denke ich mal, kriegt man das nicht mehr. Aber so wie ich das jetzt hier sehe, ist es wirklich sehr gut sauber geworden. Was wirklich sehr gut sauber geworden ist, das sind die hellen Plastikteile, die man hier sieht, zum Beispiel den CPU-Sockel. Der ist deutlich heller als vorher, keine Verschmutzungen mehr zu sehen. Und auch hier hinten, da ist kein Staub mehr. Das sieht immer noch so ein bisschen bräunlich aus, die Kontakte. Das ist aber wohl eher nur ein Schatten, wenn man das so dreht. Sieht man, da ist alles jetzt ganz sauber und da ist auch kein Schmutz und keine Verfärbung mehr zu sehen. Da sieht man dann hier die Southbridge, also dieser Chip, und auch der Aufkleber, der ist wieder sauber abgetrocknet. Da sind keine dunkleren Stellen mehr zu sehen. Und auch hier die PCI-Steckplätze, die sind auch wieder ziemlich sauber. Da waren einige dunkle Stellen dran. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen vorne an dem. Und mal gucken bei den Schnittstellen, wie sieht es da aus. Das ist aber auch alles wieder hier richtig sauber. Und das ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Da kommt wieder Wärmeleitpaste drauf. Wärmeleitpaste ein bisschen verstrichen, weil das muss wirklich gut gekühlt werden. Der Hersteller Abbott, der hatte ja auch, wie man hier vorhin gesehen hat, ordentlich viel Wärmeleitpaste drauf gemacht. Dann kommt noch der Prozessor wieder drauf und ja, das fühlt sich gut an. Ist scheinbar auch nichts kaputt gegangen. Geht ganz normal drauf und dann hier noch ein bisschen Wärmeleitpaste. Alles wieder fertig zusammengebaut. Die Jumper, die sind wieder drauf. Da habe ich mir einfach den Videoausschnitt von vorhin angeschaut. Dann hier CPU-Lüfter ist da, RAM-Modul ist da, Einschalter, Lautsprecher. Und hier, der ist auch angeschlossen, richtig. Dann brauchst du jetzt nur noch die Grafikkarte. Und dann kann ich das Ganze mal einschalten. Hinten erstmal am Netzteil einschalten. Und das sieht schon mal gut aus. Da leuchtet die LED rot, sieht man hier. Und hier sind drei LEDs an der Tastatur. Die haben auch mal kurz geblinkt. Ich schalte es mal hier vorne ein. Und da leuchtet dann auch eine grüne LED hier links. Und hier oben sehe ich schon ein Bild. Da wird jetzt gerade hier die Grafikkarte angezeigt. RAM-Modul wurde richtig erkannt. Prozessor wurde nicht richtig erkannt, weil der wird ja nicht gejumpert hier auf der Platine, sondern der wird eingestellt im BIOS. Und da gehe ich mal ins BIOS rein und da kann man das Ganze dann hier in diesem Soft-Menü 3 Setup dann einstellen. Da gibt es hier drüben auch den Status und da kann man sich hier den Lüfter angucken und die Temperaturen. Hier steht dann Systemtemperatur 23 Grad. Ich kann es nicht glauben, CPU-Temperatur 40 Grad. Glaube ich auch nicht bei dieser CPU. Fanspeed 4800, das glaube ich allerdings, weil der ist wirklich ziemlich laut. Schade, dass hier die Northbridge, der Northbridge Kühler nicht angezeigt wird. Der fehlt hier wirklich. Da starte ich mal den Rechner neu. Funktioniert tadellos. Ich habe mal gebootet und zwar Partition Magic von CD und Maus geht auch. Die ist an USB angeschlossen, USB-Ports auch okay. Hier hinten habe ich drei RAM-Module reingemacht. Alle RAM-Ports funktionieren noch oder wieder. Also das Reinigen mit Isopropanol hat richtig gut geklappt. Ich zeige gleich mal, wie viel Isopropanol für diese Reinigung verbraucht wurde. Und ich hatte am Anfang des Videos gesagt, dass das Board anfangs nicht lief, dass es da kein Bild gab und das hat sich nicht richtig einschalten lassen. Und da zeige ich mal eine super einfache Lösung, wenn ihr sowas habt. Und das ist mir schon mehrfach jetzt aufgefallen bei Mainboards, dass wenn da irgendwas nicht stimmt, eine ganz kleine Kleinigkeit, dann schalten die sich nicht ein. Ich habe an dem Board was verändert, was bei jedem Board passieren kann. Und ich schalte es mal ein und da leuchtet wieder die LED hier vorne. Und jetzt schalte ich das an dem Schalter ein. Lautsprecher hat es. Also es müsste piepen, es könnte piepen, wenn es ein Problem feststellen würde. Aber da passiert gar nichts. Der Bildschirm bleibt schwarz. Und ich habe nur eine Kleinigkeit verändert. Und das ist eben hier der Jumper. Den habe ich abgezogen von dem Clear CMOS Jumper. Und wenn der fehlt, dann starten sehr viele Boards überhaupt nicht, dann bleibt der Bildschirm schwarz, auch wenn alles andere okay ist und dann hört man auch keinen Ton aus dem Lautsprecher. Ich schalte es mal aus, ich halte mal den Knopf
drei, vier Sekunden gedrückt. Mal gucken, ob das funktioniert. Funktioniert. Und hier leuchtet noch die LED rot, sieht man hier. Und hier habe ich den Jumper abgezogen. Hier fehlt er. Und der kommt hier so drauf. Für den normalen Betrieb, wenn man den eins nach links setzt, von hier aus gesehen, dann löscht man eben die CMOS, die BIOS-Einstellung. Und der Jumper muss aber auf jeden Fall bei vielen Boards da sein. Ich schalte mal ein, ob es jetzt geht. Und hier sieht man auch schon das Bild. Hier kriege ich die Nvidia-Grafikkarte angezeigt. Da piept es wieder und alles nur wegen diesem kleinen Jumper. Wie viel Isopropanol hat die Reinigung jetzt verbraucht? Und ich habe mehrere von diesen Flaschen und das hier links, das ist eine volle Flasche. Da sieht man, die ist bis hier oben hin voll. Und die Flasche habe ich benutzt und die ist bis hierhin ungefähr voll. Und da ist auch so eine Skala drauf. Da ist hier die Skala und das sind hier 600 Milliliter, 700, 800 und hier oben müssten eben die 1000 Milliliter sein. Also ein Liter ist da drin und da habe ich ungefähr verbraucht 1000 minus 600, also 400 Milliliter. Ein bisschen hat vorher schon gefehlt, waren ungefähr so 350 Milliliter. Also wenn ich die Boards mit so einer Flasche reinigen würde, mit einer, dann könnte ich mit einer Flasche ungefähr drei Mainboards reinigen. Fazit, das Reinigen mit Isopropanol, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn man sich das Board mal in Einzelheiten anguckt, da sind wirklich viele Bereiche sehr, sehr viel schöner, fast wie neu. Gerade hier so kleine Kupferspulen, die glänzen wieder richtig gut. Und auch hier diese weißen Sockel, die sind auch wieder richtig schön sauber. Der Prozessorsockel auch ganz super. Und das ist eine ziemlich sinnvolle Sache. Und das Reinigen mit Wasser, das ist halt ein bisschen umweltfreundlicher, denke ich mal zumindest. Und das Problem ist eben auch hier drüben, das ist natürlich hier auch feuergefährlich, das ist entzündlich und man atmet leider auch sehr viel ein. Ich denke mal, 10% von dem, was ich hier verbraucht habe, das habe ich jetzt eben auch hier eingeatmet. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr vom Reinigen mit Isopropanol haltet, ob ihr schon mal was mit Isopropanol sauber gemacht habt, irgendwelche Mainboards, Videospielkonsolen, Notebooks oder andere Elektronik. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr die Links zu verschiedenen anderen Hardware-Sachen, zu Seite Tooltimepedia, die seht ihr hier drüben, zu Seite tooltime.de und da gibt es noch weitere Links zu Videos mit Tipps und Tricks. Besucht mal die Seite Tooltimepedia, die seht ihr hier, da gibt es Dutzende verschiedene Hardware-Komponenten, da gibt es Mainboards, da gibt es Bilder davon, da gibt es Hardware aus allen Jahrzehnten, auch Software, wer die hergestellt hat, wie die technischen Daten von denen sind und wenn ihr euch für Technik interessiert, findet ihr die Seite bestimmt gut. Besucht doch mal die Seite tooltime.de, die ganzen Links findet ihr unten in den Kommentaren auch. Da gibt es noch hunderte andere Beiträge mit Tutorials, mit Anleitungen, wie man seinen Rechner schneller macht, wie man sein Notebook repariert, wie man seinen Drucker repariert, wie man sein Windows 10 installiert und schneller macht. Da sind jede Menge Anleitungen und Tipps und Tricks für euch. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.